Ja, hallo hier vom Comer See. Wir stehen am neuen BMW i5. Bei mir steht Andreas Holzinger, Projektleiter für die 5er-Reihe G60, wie sie jetzt heißt. Hallo. Und gleich die erste Frage. Das ist der i5, aber der 5er sieht im Grunde genauso aus? Genau. Es wird beim 5er alle Motorvarianten unter genau diesem Kleid geben. Das heißt also, optische Unterscheidungsmerkmale gibt es quasi gar nicht. Sichtbare Endrohre haben die Benziner auch nicht und die Diesel. Genau. Bis zu Details natürlich, dass unsere elektrischen Fahrzeuge mit dem i gekennzeichnet sind, wie man hier an der Niere erkennen kann, gibt es keine Differenzierung. Ja, da gibt es natürlich einen wesentlichen Unterschied zum großen Wettbewerber aus Stuttgart. Dort sind das ja quasi zwei völlig unterschiedliche Fahrzeuge, die E-Klasse und der EQE. Hier ist es quasi das gleiche Auto, rein optisch. Ja. Wie kommt es zu dieser Entscheidung? Ja, wir haben uns ja, wie Sie vom BMW kennen, entschieden, dass wir eine sehr flexible Antriebsarchitektur realisieren in den Fahrzeugen, aufgrund dessen, dass die nächsten Jahre natürlich in dieser Übergangsphase, wo Elektromobilität sich etabliert, wir auf Märkte reagieren wollen. Mhm. Und aus dem Grund können wir dieses, oder haben wir uns entschieden, auch im 5er auf diese Flexibilität auszulegen und damit alle Motorvarianten unter einer Architektur zu legen. Und damit auch in Dingolfing, wo wir das Fahrzeug produzieren, können wir natürlich in einer Linie alle Motoren unter das gleiche Gleit stecken. Und das heißt, wenn wir jetzt in einem Jahr irgendwie plötzlich eine Explosion bei der Elektronachfrage haben, dann ist das kein Problem, sondern man kann dem problemlos nachkommen. Können wir sehr, sehr flexibel und sehr schnell reagieren. Ja, genau. Okay. Hier steht jetzt der i5 eDrive 40, das ist der 340 PS starke Hecktriebler. Es gibt noch eine stärkere Variante. Es wird den i5 M60 geben. Der i5 M60 wird 440 kW haben, oder 442 kW. Ja. Über 600 PS, ein total Emotionsauto, sehr sportlich und dennoch auf der Komfortseite. Sie werden es dann im Herbst erleben, sehr nahe an dem Fahrkomfort eines Siemens rankommen und damit die perfekte Reiselimousine, die extrem viel Spaß macht. Wie sieht es bei der Reichweite aus? Der i5 40 wird eine Reichweite haben von 582 km im WLTP. Der M60 wird 516 km Reichweite haben. Sind da noch weitere Varianten geplant? Es wird den 40 neben dem Heckantrieb, den wir hier sehen, auch als Allrad-Variante geben ab 2024. Und der M60 hat ja standardmäßig einen Allradantrieb. Und das sind die Antriebe unserer elektrischen. Okay. Und dann gibt es daneben noch weitere Modelle, zwei Plug-in-Hybride, den 530e und den 550e. Können Sie dazu schon ein bisschen was verraten? Ich kann verraten, dass wir heuer im Ende des Jahres die Produktion von den Fahrzeugen starten werden. Mhm. Die Fahrzeuge gehen nächstes Jahr dann auch in den Serienstart draußen im Verkauf werden. Den einen kennen Sie wahrscheinlich schon, den Antriebsform vom 550e wird unser Sechszylinder sein. Der 530e wird als Verbrennungsmotor den Vierzylinder beinhalten und damit zwei sehr performante Autos, die, wie gesagt, nächstes Jahr dann starten werden. Und die beiden sind dann auch erkennbar, weil sie die zusätzliche Ladeklappe im vorderen Kotflügel haben. Genau. So wie Sie heute vom BMW das kennen, vorne links, auf Fahrerseite die Ladeklappe. Und die konventionellen Antriebe gibt es auch, also mit 48 Volt Bordnetz elektrifiziert, aber da gibt es den 520i und den 520d jetzt zum Start. Genau. Die sind primär für Europa oder wo werden die landen? Die sind, also unsere Vierzylinder-Verbrennungsmotoren sind schon Weltmotoren. Mhm. Unser 520i wird mit der neuen Technologie, 48 Volt Technologie, auch einen Emissionswert von 130 Gramm erreichen und damit aus unserer Sicht Benchmark sein in seinem Umfeld. 520D wird auch natürlich ein starker Motor in einem 5er sein, wie Sie heute auch schon kennen. Ja. Und beide Motoren werden wir 520 weltweit anbieten. 520D wird natürlich sehr stark auch ein deutscher Motor werden. Für einige andere Märkte gibt es auch noch einen 530i und einen 540i. Richtig. Das ist aber für Europa nicht geplant. 530 ist Einstiegsmotor in den USA, unser Vierzylinder. USA wird auch einen 540i als Sechszylinder bekommen, Verbrenner. Genau. Aber nicht für uns. Für uns ist der stärkere 550e eigentlich der passendere, weil wir in Europa genau die Lücke zum M60 dort damit schließen. Das heißt, der 550e wird auch in Leistungs- und in Performance genau diese Lücke schließen. Und ist ja auch ein Sechszylinder, ein reiner Sechszylinder, den Sie von BMW kennen. Und reiner Sechszylinder ist ein Stichwort. Viele Kunden haben jetzt aktuell einen 530d mit einem Sechszylinder-Diesel. Wird es sowas hier auch wieder geben? Wir werden einen Sechszylinder-Diesel auch bekommen im nächsten Jahr. Also auf den können Sie sich auch freuen, der wird bei uns auch im Serienprogramm drin sein. Und wenn man jetzt auf den 7er schaut, dann wird er wahrscheinlich eher als 540D positioniert sein? Könnte sein. Könnte sein. Gut. Okay. Beim Design, es fällt hier auf jeden Fall die geschlossene Niere auf. Es fällt auch auf, dass die Niere diese beleuchtete Einfassung hat, wie wir es bisher nur vom 7er und XM kennen.
Das bekommt jetzt auch der Fünfer. Und die Niere gibt es, wenn ich will, auch in Schwarz, habe ich gehört. Die Niere wird es in zwei Oberflächen geben. In dieser satinierten Oberfläche. Ja. Genau. Und es wird es auch in Cheddarline geben. In Cheddarline wird die Niere über das Pro-Paket kommen, also MSP Pro. Und über das MSP Pro kommen auch dann die Leuchten, sowohl vorne als auch hinten in Cheddarline. Ja. Die Leuchten haben jetzt keine Lasertechnik mehr im Vergleich zum Vorgänger? Genau. Braucht man auch nicht, weil LED-Technologie mittlerweile so weit ist, dass man die Lichtperformance auch mit LED mehr als perfekt hinbekommt. Ja. Und aus diesem Grund sind wir auf eine Matrix-LED-Leuchte gegangen. Und wenn Sie das Fahrzeug mal fahren dürfen, dann in der IPV, werden Sie erleben, perfekte Ausleuchtung. Ja. Tagfahrlichtdesign orientiert sich so ein bisschen am X5, X6 Facelift, ist aber jetzt scheinbar dann, werden wir bei mehreren Modellen sehen in der Art, oder? Das kann ich nicht beantworten, leider, aber beim Fünfer in der Tat ist die Formensprache oder das Gesicht des Fünfers, glaube ich, als Familiengesicht schon erkennbar. Mhm. Und Tagfahrlichtikonen sehr senkrecht gehalten, ja. Wunderschön. Dann würde ich sagen, wir gucken mal zum Heck. Ja. Da haben wir ja ein völlig neues Rückleuchtendesign oder zumindest ziemlich neu. Ja. Mit den horizontalen Lichtbalken, haben den Diffusor, der ist Bestandteil des M-Pakets, nehme ich an, ansonsten eher nicht bei dem klassischen Fünfer. Diese Form ist Bestandteil vom MSP. Ja. So schaut es beim MSP aus. Ja. Gibt es auch keine Differenzierung. Mhm. Und Kofferraum können wir, glaube ich, aufmachen hier. Ja. Wie sieht es da aus mit dem Volumen? Wo ist der Knopf? Hier. Volumen, wir haben bei dem Fahrzeug 520 Liter, also beim EIS 500, also bei dem Verbrenner 520 Liter Kofferraumvolumen realisiert. Ja, ja. Und beim elektrischen Fahrzeug 490 Liter. Okay. Was für uns jetzt in der Entwicklung sehr wichtig war, dass wir den Kunden hier ein Staufach unter dem Ablegeboden zur Verfügung stellen für die gesamten Kabel, die er als Elektrofahrer man braucht. Ich selber fahre auch Elektroauto. Mhm. Und es ist einfach super, wenn man die Kabel einfach so verstauen kann, dass sie nicht stören. Ja. Sind diese Liter jetzt auch Bestandteil der 520 Liter oder 490? 490 Liter sind mit drin. Sind die mitgerechnet, ja. Okay. Und wie sieht es bei der Anhängelast aus? Thema, was auch für viele interessant ist, gerade bei der Fahrt in Urlaub. War auch ein wichtiges Thema, weil Sie wissen, die Elektrofahrzeuge mit Anhängelast sind ja heute am Markt nicht so einfach verfügbar, dass man große Anhänger ziehen kann. Wir haben hier vor in der Entwicklung darauf geachtet, dass wir auch bei unseren elektrischen Fahrzeugen bis zu 2 Tonnen ziehen können. Okay. Das heißt, du kannst auch wirklich mit dem Auto und großen Wohnanhängen in Urlaub fahren. Okay. Dann noch eine Frage zu den Märkten und der Verteilung der Märkte. Wir wissen beim Fünfer, das ist ein ganz wichtiges Modell für BMW, weil es einfach große Stückzahlen mit einem großen Deckungsbeitrag kombiniert. Wo sind denn die wichtigsten Märkte für das Modell? Also unser wichtigster Markt und die oder beiden Märkte sind USA und Korea. Sind beide gleich aufkommen, kann man so sagen. Mhm. Der drittwichtigste Markt für die Limousine, für unseren Fünfer, ist in der Tat China. Okay. Nicht das Langmodell, sondern wirklich der Fünfer, so wie er hier steht. Ja. Gefolgt von Deutschland und UK. Okay. Also unser Heimatmarkt ist auch ein sehr, sehr wichtiger Markt und UK ist auch ein wichtiger Markt für uns. Und können Sie was zu den unterschiedlichen Verteilungen der Antriebskonzepte sagen, je nach Markt? Also ist zum Beispiel der i5 in Europa besonders gefragt? Oder? Ehrlich gesagt, momentan ganz, ganz schwierig. Mhm. Man kann es ableiten von Verkaufszahlen, die wir heute kennen von einem 7er. Mhm. Da gibt es natürlich weltweit Unterschiede, aber das zu prognostizieren jetzt auf dem 5er ist momentan fast nicht möglich. Und aus dem Grund haben wir auch diese flexible Antriebsstrategie gewählt, damit wir dort reagieren können. Ja. Jetzt hatten Sie die Länge gerade schon erwähnt, der ist knapp 10 cm länger als der bisherige, jetzt 5,6 m Gesamtlänge. Und es klang jetzt auch schon so durch, für China wird es wahrscheinlich wieder eine Langversion geben? Für China wird es ja eine Langversion geben. Ja. Ja. Und für Europa die wichtigere Variante ist dann der Kombi, der auch kommen wird, natürlich mit mehr Laderaum logischerweise und einer anderen Heckpartie. Ja. Der lässt, glaube ich, gar nicht mehr so lange auf sich warten. Der Touring wird kommen in 2024, also im Frühling 2024 wird der am Markt kommen. Genau. Und hier ist der Marktstart im Herbst 2023? Hier wird der Marktstart im Herbst sein, 2023. Ja. Dann wird der Touring in 2024 folgen, auch mit einer elektrifizierten Variante. Auch i5. Auch i5, ja. Was uns sehr stolz macht, weil dort im MQL Premium-Segment wir dann die Einzigen sein werden mit dem Fahrzeug. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, was dann noch so kommt an Neuheiten und ich würde sagen, wir gucken dann nochmal in den Innenraum rein.
Gerne. Ja, hallo, jetzt sitzen wir hier im Innenraum des neuen 5er, in dem Fall der i5 M60. Ja. Man sieht auf den ersten Blick relativ viel Ähnlichkeit zum 7er. Wir haben das große Curved-Display, 12,3 Zoll links, 14,9 Zoll rechts. Die Wettbewerber setzen da auf deutlich größere Displays. Hier liegt der Schwerpunkt woanders. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir mehr auf Content setzen, also auf eine Größe von Displays. Und natürlich ist in dem 5er sehr wichtig, kann man auch erkennen im Vergleich zum 7er, dass wir das alles dem Fahrer mehr zugewandt haben. Auch unsere Interaction Bar, die beim 7er durchläuft, ist hier im Fahrer mehr zugewandt und somit wird der Fahrer eingeschlossen. Und wie Sie vom BMW 5er einfach heute auch kennen. Ja, die Interaction Bar, die ist ja durchleuchtet farbig und da ändert sich mit dem Modus dann auch der Look der Interaction Bar. Genau. Und jetzt sehen wir es in einem neuen Modus. Dieser neue Modus, wenn man hier mit der Farbgebung erkennen kann, ist auch den M60 vorenthalten. Mhm. Das bekommt der M60 als Serie mit. Aber Sie können natürlich genauso den Modus, wie Sie heute kennen, in Sport wechseln. Ja. Und in Sport wird dann die Interaction Bar sich auch, wie man es heute von anderen oder vom 7er kennt, eigentlich ja. Farblich dann auch dem jeweiligen Modus anpassen. Was auch auffällt sofort, ist hier die 12-Uhr-Markierung am Lenkrad. Gibt es die für alle Modelle mit M-Paket? Nein, wird es nicht geben. Ist auch ein M60-Spezifikum, mhm. Was nur der M60 bekommen wird. Okay, also ein schönes sportliches Detail, was ihn natürlich auch näher an den M ranrückt und er trägt ja auch das M. Genau. Was für Kunden im 5er generell auch wichtig ist, sind natürlich die Assistenzsysteme. Mhm. Da haben wir jetzt hier Level 2 Plus, wie wir es bisher im 7er nur in den USA hatten. Mhm. Was ist da jetzt der Unterschied für jemanden, der einen aktuellen 5er fährt, also einen G30 LCI? Mhm. Was kann der jetzt hier wirklich mehr erleben? Mhm. Also vorneweg, das ist natürlich ein Level 2 System. Also der Kunde ist immer noch in der Verantwortung, das Fahrzeug zu führen. Mhm. Was jetzt wirklich der große Unterschied ist, heute vom 5er wird die Aufmerksamkeitsüberwachung über die Sensorik im Lenkrad durchgeführt. Damit müssen Sie in gewissen Abständen die Hände immer am Lenkrad haben. Ja. In dieser Generation wird die Aufmerksamkeit über Kamera überwacht und über Augenkontakt überwacht. Mhm. Und damit können Sie in dem System auch die Hände vom Lenkrad weglassen. Das heißt, der Kunde kann sich, speziell wichtig natürlich beim 5er, weil das teilweise wirklich Kunden sind, die Langstrecke fahren, sehr, sehr bequem so ins Auto sitzen über Landstrecke, wie sie es brauchen, ja. Wenn sie viel fahren. Mhm. Und das Highlight von dem System wird sein, Sie brauchen auch nicht mehr eingreifen, um zu blinken, wenn Sie den Spurwechsel einleiten wollen, okay. Sondern das Fahrzeug wird überprüft ständig die Lücken, die sich im Verkehr geben, mhm. bietet dann dem Fahrer über Display oder über Head-Up an, mhm. Dass man jetzt einen Spurwechsel einleiten könnte und über einen Spiegelblick, den man in der Fahrschule gelernt hat, mhm. Dass man, bevor man überholt, den Spiegel schaut, über diesen Spiegelblick leitet das Fahrzeug dann den Spurwechsel ein. Also das Szenario ist quasi eine mehrspurige Autobahn. Ich fahre beispielsweise auf der mittleren Spur mit Tempomat 120 und vor mir kommt ein Auto mit 100. Genau. Und dann schlägt mir das Fahrzeug automatisch vor, willst du nicht die Spur wechseln? Genau. Und dann blicke ich nur noch in den Spiegel genau. Und überhole. Und nachdem wir natürlich ein Rechtsfahrgebot haben weltweit, fährt das Fahrzeug natürlich dann bei einer entsprechenden Lücke auf der langsameren Spur auch wieder zurück. Ja. Bietet dann das wieder an und dann mit dem gleichen Auslösemechanismus, Blick in den Spiegel, fährt das Auto zurück. Das wird sich der ein oder andere BMW-Fahrer wünschen, dass das auch in anderen Modellen forciert wird, dass Leute die linke Spur frei machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann bei anderen Autobauern auch noch etabliert kriegen. Ja, vielen Dank. Wir sehen jetzt hier noch die Carbon-Interieurleiste. Die ist, glaube ich, auch für alle Modelle mit M-Paket erhältlich. Die ist für alle Modelle erhältlich, die Carbon-Oberfläche. Mhm. Genau. Genau. Und dann gibt es auch Alternativen für Leute, die lieber Holz haben und so weiter. Also Sie werden das gleiche Programm nahezu wie heute beim 5er, wie Sie beim 5er das gewohnt sind, Hölzer in verschiedensten Formen, auch Metalloberflächen, also Mesh-Oberflächen und natürlich in der sehr sportlichen Ausführung die Carbon-Oberfläche. Alles klar, vielen Dank. Dann schauen wir nochmal nach draußen, denn das Auto hat auch eine sehr, sehr schöne Farbe, die müssen wir uns auch noch ansehen. Ja, jetzt stehen wir wieder draußen und zwar am neuen i5 M60. Ganz neue Farbe, haben wir noch nie gesehen, die heißt Fire Red. Fire Red, genau. Gibt jetzt Premiere beim 5er. Wird die auf den M60 spezifisch sein oder gibt es die für alle 5er? Die wird es für alle 5er geben, die Farbe. Mhm. Aber ist jetzt hier für einen M60 unsere Positionierungsfarbe. Ja. Sehr ausdrucksstarke, emotionale Farbe, wie es zum Fahrzeug einfach passt. Ja. Wir sehen jetzt hier auch die schwarze Niere. Das ist der Bestandteil des M-Sport Pro-Pakets. Genau. Und die Querstreben sind dann exklusiv für den M60? Genau, so wie Sie heute von unseren M-Fahrzeugen kennen, die ja auch die Streben jetzt mehr in Querrichtung führen.
wird es auch hier bei einem M60 dargestellt. Natürlich spezifisch interpretiert für einen M60, der ein Elektrofahrzeug ist, ja, in eher einer geschlossenen Form. Aber diese Niere ist der M60 vorenthalten. Ja. Und der hat jetzt also knapp über 600 PS und entsprechend auch ordentliche Fahrleistung. Also das Fahrzeug hat wirklich über 600 PS und damit auch Werte in Beschleunigungswerte mit 3,8 Sekunden von 0 auf 100. Mhm. 820 Newtonmeter im Boost-Modus. Also das Fahrzeug ist Emotion und Fahrfreude pur. Aber er ist wahrscheinlich nicht ganz leicht, nehme ich jetzt mal an. Wir konnten wirklich mit unserem Leichtbau 2,3 Tonnen im Fahrzeug realisieren, was für so ein Fahrzeug mit Allradantrieb aus unserer Sicht sehr, sehr gut ist, ja, und was uns natürlich auch hilft, dass wir in Realeffizienzverbrauch sehr gut sein werden in dem Auto. Und wir haben natürlich auch einen sehr tiefen Schwerpunkt durch den tief positionierten Akku, nehme ich an. Das hilft dem Fahrzeug natürlich in der Fahrdynamik, ja, weil der Schwerpunkt sehr tief ist und damit ist halt das Auto sehr, sehr souverän in Kurven sich bewegt. Das klingt dann so, als ob der nicht nur geradeaus schnell ist, sondern wirklich auch auf kurvigen Strecken richtig Spaß machen kann. Wir sind gespannt, freuen uns drauf und sagen erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.